So, Tutorial Nummer 2. Wie kann ich richtig texturieren? Dazu öffnen wir wieder unsere Tutorial Map, habe ich jetzt schon offen. Und ihr habt sie wahrscheinlich von eben noch offen. Und jetzt sehen wir, dass hier ja überall diese hässlichen Alarm- beziehungsweise meine Custom-Textur, also meine selbst erstellte Textur, bei euch ist das sicherlich irgendwas anderes, drauf liegt, außen als auch innen. Und jetzt die Frage, wie kriegen wir einen Boden rein und wie können wir die, hoppala, das war ein Doppelklick, wie können wir die Wände richtig texturieren und wie kriegen wir eine Dachtextur, beziehungsweise wie kriegen wir Himmel hin? Das ist ganz einfach, und zwar gibt es hier links das Toggle Texture Application Tool. Da klicken wir rauf, dann öffnet sich hier das Face Edit Sheet. Das ist sozusagen unser Textur Paint Tool, wenn man es so nennen möchte. Da können wir einzelne Flächen einfach mit Linksklick auswählen und diverse Texturen zuweisen. Die finden wir hier, wenn wir neben der Standardtextur, das ist bei euch eine andere, auf Browse klicken. Dann öffnet sich der Texture Browser. Und jetzt sehen wir hier schon mal meine ganzen Battlefield-Texturen. Die sind aber jetzt unwichtig. Bei euch fängt es hier an. Ich mach's mal ein bisschen größer. Womit fangen wir denn an? Mit dem Boden. Wir suchen eine Bodentextur und dazu haben wir hier unten, wenn es jetzt nicht verbuggt wäre gerade, so, den Filter. Und da geben wir jetzt einfach mal ein Floor. Also für Boden. Und jetzt sehen wir hier schon, dass wir hier verschiedene Bodentexturen haben. Da können wir uns jetzt einfach eine auswählen. Ich nehme die hier. Diese karierte, einfach Doppelklick drauf, dann seht ihr, die ist hier reingeladen. Haben natürlich vorher den Boden angeklickt. Ansonsten anklicken, rein, nach Floor suchen, also für Boden, und dann die beliebige Textur auswählen. So, dann gehen wir einfach auf Apply und schon haben wir die Textur drauf. Kann man, ja, kann man schön sehen hier. Haben eine Bodentextur. So, jetzt wollen wir natürlich noch Wände und die Decke. Das machen wir im Prinzip genauso. Gehen wieder hier in unser Tool oder drücken Shift A. Also als Shortcut. Gehen auf Browse. Geben ein, in dem Fall Wall für Mauer oder Wand. Und suchen uns hier irgendwas Schönes raus. Dann nehmen wir einfach mal die hier. Und klicken hier unsere Wand an. Natürlich vorher, das habe ich jetzt vergessen. So, haben dann hier in der Liste übrigens die als letztes verwendeten Texturen. Können wir einfach wieder dahin gehen, apply. So, um das Ganze jetzt einfacher zu machen, können wir, ohne hier rein zu klicken, Z drücken. Dann kommen wir wieder in unsere Bewegung und können einfach mit Rechtsklick das Ganze auf die anderen Wände belegen, beziehungsweise auf alle Flächen, die wir haben wollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das so haben wollen, dann können wir einfach hier Rechtsklick drauf machen. Wollen wir aber nicht, wir wollen es nur auf die Wände haben. Steuerung Z, rückgängig machen. So, jetzt haben wir es auf den Wänden. Sieht aber noch ein bisschen merkwürdig aus hier, weil das hier die obere Kante von der Mauer ist, die ja eigentlich hier sein müsste. Das hat folgenden Grund: Es gibt verschiedene Texturengrößen, das heißt, wir müssen den Block entsprechend anpassen. Und das geht ganz einfach, indem wir wieder in unser Texturentool reingehen, klicken unsere Fläche an und sagen im Justify, hier haben wir verschiedene Buttons, Left, Right, Fit, Top, Bottom, Center, steht dementsprechend für Ausrichten an, links, rechts, Stretchen, oben, unten, mittig. Da wollen wir jetzt die, sagen wir mal, unten ausrichten, nee, sagen wir oben ausrichten, so ist richtig. Und sehen schon, aha, unsere obere Kante ist jetzt da, wo sie hingehört. Und so wollen wir das haben.
So, um das Ganze jetzt einfacher auf die ganzen anderen drei Wände zu übertragen, ohne dass wir jetzt jedes Mal einzeln anklicken müssen, können wir einfach wieder hier rein, wählen unsere Wand aus, sagen Z für bewegen. Und was machen wir jetzt? Genau, wir machen jetzt einfach Rechtsklick. Dann übernimmt er die Einstellung von der einen Wand, die wir ihr hier gegeben haben, auf die, die wir jetzt anklicken. So, jetzt haben wir im Prinzip Mauern. Ich nehme mal hier unsere Decke wieder raus. Jetzt haben wir hier im Prinzip Mauern. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, spielt aber in diesem Tutorial immer noch keine Rolle. Wie kriegen wir jetzt Himmel da rein? Das ist die gute Frage, beziehungsweise eine gute Frage, und das ist auch ganz einfach, indem wir einfach ja, meine Katze bringt mich hier völlig außer Fassung. Indem wir einfach einen Block hier rüberziehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Viele machen auch einen Block über die ganze Map, aber da rate ich erstmal von ab. Und bevor wir jetzt auf Enter drücken, weil sonst hätten wir hier, ich zeige es mal kurz, die Wandtextur drauf, wollen wir ja nicht. Also Steuerung Z rückgängig nochmal rüber. Gehen wir hier in der Texture Group auf Browse. Das öffnet im Prinzip genau dasselbe Fenster wie eben. Und da gehen wir jetzt ein Tools. So, und unter Tools sehen wir jetzt hier ganz viel Invisible Ladder, No Draw, NPC Clip, Player Clip und so weiter. Wir wollen Skybox. Man kann auch einfach Skybox eingeben, dann kommt es auch. Ich mach's mal kurz. Skybox, dann kommen noch ein paar andere. Die sollte man allerdings nicht drauflegen. Wir wollen dieses blaue Gedöns. Das legen wir rauf. Enter. Und jetzt haben wir einen Raum mit Himmel, wenn wir jetzt reingehen würden. Das war es im Prinzip, wie man verschiedene Flächen texturiert, wie man einen Himmel einbaut und immer darauf achten, dass die Map abgeschlossen ist. Das heißt, da wo der Spieler sich drin bewegt, in dem Fall hier in unserem Raum, darf keine Verbindung haben zu dem Schwarzen hier draußen. Das ist wichtig, weil sonst entsteht ein sogenanntes Leak, ein Leck, und das führt später zu ziemlich, beziehungsweise eventuell zu ziemlich katastrophalen Fehlern in der Grafikdarstellung und in der Funktionalität und so weiter. So, im Prinzip war es das. Ich werde jetzt noch mal eben ganz schnell die Map testen. Dazu gehe ich erstmal auf Speichern. Ich habe sie jetzt vorher schon gespeichert, hier als Tutorial Map 2. Und dann gehe ich auf Run Map. So könnt ihr die exportieren. Bling. Das lassen wir alles so, die Einstellung. Sagen dem Häkchen hier, nö, wir wollen das Spiel starten, nachdem wir fertig gerendert haben. Sagen okay. Jetzt seht ihr hier, rattert er hier durch. Müsste relativ schnell gehen bei der Map hier. Und dann müsste sich automatisch, weil wir das Häkchen gerade rausgenommen haben, Counter-Strike starten. So, jetzt musste ich nochmal einen kleinen Cut machen, weil er meinen Counter-Strike auf Vollbild gestartet hat. Dass ihr das hier auch noch im Fenstermodus seht, sonst passt das nicht auf meinen Aufnahmebereich. Er hat die Map jetzt schon gestartet. Wir sagen, jupp, möchten ins Terror-Team, weil wir einen Terroristen reingebracht haben. Und sehen schon, okay, wir haben eine Mauer, wir haben Himmel, wir haben Fußboden, wir können uns drin bewegen, können drauf schießen. Funktioniert alles, wie wir wollen. So, das war das Tutorial zur Texturierung. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert und das Video favorisiert, wenn es euch geholfen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns in Tutorial Nummer 3.